Fitnesstraining fürs Motorradfahren außerhalb der Rennstrecke. Wie das Ganze funktioniert, was ich für gut finde und was ihr vielleicht auch machen sollt, erfahrt ihr in diesem Video. Schaut es euch an, kommt's rein. Ich befinde mich hier auf ca. 1000 Meter über Meeresspiegel. Da oben ist der Gipfel, da gehe ich jetzt nicht ganz rauf, weil das Problem ist, dass ich da oben zu wenig Licht habe, weil es ziemlich verwachsen ist und alles in Wald und Bäumen untergeht. Deswegen bin ich jetzt hier knapp unterm Gipfel, um mit euch das Video zu machen. Ich habe hier jetzt circa 2,5 Stunden Aufstieg hinter mir. Eine ganz schön knackige Sache gewesen, weil noch ziemlich viel Schnee ist, wie ihr sehen könnt. Und das macht das Ganze natürlich dementsprechend anstrengend. Es ist aber zu wenig Schnee für Schneeschuhe gewesen oder auch zu wenig Schnee für Steigeisen. Also auf jeden Fall anstrengend. Aber um genau das geht es ja eigentlich, ne? Jetzt fragst du dich bestimmt, was das Ganze denn eigentlich mit Motorradfahren zu tun hat. Hintergrund ist der, du kannst natürlich nicht immer Motorrad fahren, um trainieren zu können. Und du kannst auch im Winter nicht immer Fahrrad fahren, du kannst nicht immer alle Möglichkeiten machen. Also brauchst du irgendwo eine Tätigkeit, die du letztendlich bei jedem Wetter, egal ob Schnee, Regen, Sonnenschein, zu warm, zu kalt, du kannst eigentlich immer machen. Und das ist einfach sich draußen bewegen, sei es wandern oder laufen. Ich habe mich immer für Wandern entschieden, weil mir das Ganze eigentlich relativ gut gefällt und ich an der frischen Luft, an der Natur bin. Ich habe meistens auch eine schöne Optik dabei und ich kann das eigentlich so gut wie immer machen. Ich kann das mit Familie zusammen machen, ich kann das mit Freunden zusammen machen, ich kann es auch mal alleine machen und vor allem, ich muss dazu nicht immer irgendwie eine Anreise von 400 Kilometern machen, weil jeder hat irgendwo so ein kleines Hügelchen vor der Haustür, sei es hier im Bayerischen Wald, wo ich bin, oder du bist in der Sächsischen Schweiz oder in der Eifel oder in Österreich sowieso. Die Münchner haben das Allgäu vor der Tür. Also wir haben ja Möglichkeiten ohne Ende und ich bevorzuge aber schon so ein bisschen bergauf gehen, weil das Ganze einfach dementsprechend kalkulierbar ist. Es soll ja auch anstrengend sein, aber du sollst es kontrollieren können. Desto langsamer du gehst, umso entspannter ist es und desto schneller du gehst, umso anstrengender wird es. Und genau das ist der Punkt, dass du dein Fitnesslevel selber trainieren kannst. Und ich denke mir auch immer so, währenddessen, warum zum Kuckuck mache ich das überhaupt? Aber genau um das geht's. Du musst genau das machen, was du nicht kannst. Nur so kannst du mit den Aufgaben wachsen. Und das ist auch beim Motorradfahren so. Wenn du daraus keinen Job machst und es nicht wirklich willst, dann wirst du es auch nicht lernen. Du musst es wollen und du musst dazu einfach teilweise auch über deine Grenzen gehen. So schwer die Grenzen auch zu scheinen sein, aber das ist genau das. Warum ich nicht ins Fitnessstudio gehe, hat einfach den Hintergrund. Im Fitnessstudio trainierst du in der Regel nur extrem Kraft. Das heißt, du machst 3 Sätze mit so und so viel Wiederholungen, was auch immer. Dabei baust du natürlich große Muskulatur auf. Die brauche ich nicht. Du brauchst beim Motorradfahren keine große Muskulatur und schon gleich überhaupt nicht im oberen Bereich. Das nice to have, wenn du es hast, ist gut, aber du brauchst es nicht. Schau dir die ganzen Profis an, schau dir Marquez an, schau dir Rossi an, wie schmal die sind. Die haben Oberarme wie ich Handgelenke. Also, und von dem her ist es absolut unentscheidend. Und deswegen kannst du hier im Kraftausdauerbereich, wenn du hier einen Berg rauf gehst, bergsteigst, wanderst, Rad fährst, joggst, laufen und so weiter, kannst du einfach dementsprechend diese Muskulatur von der großen Zeh bis über die Waden hinten und vorne, die Oberschenkelmuskulatur, das Gesäß und vor allem auch den Rumpf mit stärken. Desto mehr du bergauf gehst, umso stärker musst du deine Rückenmuskulatur beanspruchen, damit du die Balance halten kannst. Du musst Obacht geben, wo du hinsteigst, vor allem in Geröll, Gestein, Schnee, was auch immer. Durch das Aufpassen, durch dieses Balance-Feeling, das du entwickeln musst, entwickelst du auch gewisse innere Muskulatur, die den ganzen Körper ein gewisses Balanceverhältnis verbessert, das du auch wiederum beim Motorradfahren brauchst. Weil beim Motorradfahren, haben wir schon gelernt, solltest du die meiste Kraft auf dem Fußrasten haben und das hast du dann auch schön auf den Ballen verteilt und du kannst am Moped schön tanzen bzw. balancieren.
Eine Stunde und 30 Minuten. Das Ziel naht. Guter Zeitpunkt, um es zu erwähnen. Ab einem gewissen Zeitraum hast du auch diese sogenannte Anlaufschwierigkeit super überwunden. Das passiert bei mir meistens so nach 45 bis 50 Minuten. Und dann ist es auch gar nicht mehr so anstrengend. Dann hat sich der Körper daran gewohnt. Und deswegen ist es auch so wichtig, mindestens 1,5 Stunden diesen Sport, welchen auch immer du machst, zu betreiben. Weil nach einer halben Stunde hat dein Körper noch nicht mal angefangen, Fett zu verbrennen. Er hat noch nicht mal richtig angefangen, aus dieser Anlaufschwierigkeit rauszukommen, noch nicht mal richtig warm geworden. Also um das effektiv so wie möglich zu halten. Es bringt nichts, 5-mal die Woche 1,5 Stunden zu trainieren. Mache lieber 1 bis 2-mal die Woche 1,5 oder sogar 2 Stunden. Aber mit einem geringen Puls. Ich habe zwar keinen Pulsmesser mehr, ich mag den nicht, ich hatte den eine Zeit oben, aber ich habe so gefühlt immer so einen 140er, 150er Puls bei so einem Ausdauertraining und das merke ich eigentlich anhand dessen, wie ich mich fühle. Also ich merke, wenn es dann nach oben geht, nach 180, das merke ich definitiv und ich merke, wenn es zu wenig ist. Also ich bewege mich einfach in dem Bereich, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch noch reden kann, in dem Fall mit euch oder auch mit einem Kumpanen, der mitkommt oder wie auch immer. Also ich zeige euch jetzt kurz noch, wo ich hin muss. So. Da zu dem Turm. Also, weiter geht's. Thema Gesundheit überschwenkend. Ich sehe sehr viele, die auf der Rennstrecke auch Raucher sind. Ich war auch Raucher. Ich habe vor einem Jahr zum Rauchen aufgehört, nur wegen dem Motorradfahren. Und ich muss sagen, es war nichts leichter als das. Ich habe 10 Jahre geraucht, ich habe einfach aufgehört, weil ich gesagt habe, okay, mir ist Motorradfahren wichtig und deswegen lege ich alle Karten aufs Motorradfahren. Ne? Also habe ich jeden Tag 5 Euro in die Sparbüchse gepackt und das ist aufs Jahr gesehen, sind das ein paar Reifen. Ne? Und von dem her, körperliche Fitness, du tust dich auch leichter, wenn du dann solche Veranstaltungen machst und so weiter. Schweinehund. Ja, jeder, auch ich habe einen gewaltigen Schweinehund und es kostet mich jedes Mal so richtig Überwindung, überhaupt aus der Tür zu gehen und vor allem zu wissen, boah, ich bin jetzt eigentlich total müde und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt heute überhaupt kann und so weiter. Aber es ist nun mal so, dass sich das Ganze letztendlich auszahlt und jeder, der Sport betreibt, kennt das Problem, wenn du währenddessen gerade aktiv bist und du denkst dir, wo es gerade am anstrengendsten ist, verdammte Scheiße, wieso mache ich das? Aber letztendlich ist es doch so, dass wir, wenn wir das geschafft haben, was wir wollen, ja letztendlich ein Top-Glücksgefühl haben. Wir tun was für unsere Gesundheit, wir fühlen uns besser, die Nerven kommen ein bisschen runter, du kannst besser schlafen, du hast danach einen super Appetit, du fühlst dich zufriedener und so weiter. Aber das kostet natürlich diese Überwindung und das Glücksgefühl, die Überwindung, das Erfolgsgefühl, das hast du auch nur, wenn es richtig anstrengend war. Wenn du heute einen Tag machst, wo du total locker lässig dahin spazierst und es wird nie richtig anstrengend werden, dann wirst du dir vermutlich am Ende des Tages nicht so dieses Glücksgefühl haben, wie du eigentlich gehabt hättest, wenn es richtig anstrengend war. Lerne deinen Körper kennen. Desto mehr Sport du betreibst, weißt du auch, wie weit du gehen kannst, wie sehr ist dein Körper jetzt wirklich angestrengt oder ist es einfach nur Faulheit. Ich habe das auch immer wieder, ich habe am Anfang meiner Sportkarriere kann ich nicht sagen, aber der Zeit, wo ich aktiv viel Sport gemacht habe, eben bewusst fürs Motorradfahren, habe ich nach einer halben Stunde das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, das fühlt sich nicht gut an, aber das sind einfach so, das sind so Faulheitserscheinungen und oft einmal muss man einfach diesen Punkt überwinden, wo dann auf einmal der Knoten aufgeht und man fühlt sich wohler. Desto mehr Sport du machst, umso besser kannst du das einschätzen. Ob du jetzt wirklich nicht gut beieinander bist, ob dein Körper wirklich sagt, hey, du, heute ist nicht gut, dreh lieber wieder um oder hör auf für heute, lass gut sein. Oder ob das so ein, ja, du weißt, was ich meine, so ein Faulheitsgefühl, so ein unterbewusstes Faulheitsgefühl ist, das heißt zu überwinden. Das lernst du erst im Laufe der Monate, wenn du aktiv Sport machst. Und ich habe es letztes Mal auch wieder mal übertrieben gehabt. Da sind wir auch im Bayerischen Wald aber gewesen. Ich habe ein paar tschechische Leute getroffen, die sehr viel Skilanglaufer sind und Skitouren gehen und so weiter. Und mit denen bin ich in den Aber
selber hoch und die haben mich fast umgebracht. Also die sind Profisportler gewesen, total irre. Und da bin ich auch über die Grenze hinausgegangen, wollte mich natürlich nicht anschauen lassen vor denen und bin da mit und hatte durchschnittlich einen 180er Puls, das über 5 Stunden hinweg. Ich war danach wirklich krank, also das war nicht gut. Aber diese Erfahrungen musst du machen, damit du siehst, wo hast du wirklich, wo hat dein Körper deine Grenze, was kannst du ihm wirklich zumuten und was ist vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Also abschließend gesagt, du hörst schon raus, dass ich keine Kraftsport-Sessions im Fitnessstudio empfehle. Das hat aber auch wahrscheinlich mehr den Hintergrund, da es mir keinen Spaß macht. Ich möchte ungern bei einem Wetter wie heute in irgendeinem Studio verbringen, wo 20, 30, 50 verschiedene schwitzende, stinkende Menschen sind und die alle ihre Pumpbewegungen machen mit Kopfhörer im Ohr und es gibt mir einfach wirklich nichts ab. Sorry, falls du das machst, mir gibt es einfach nichts ab. Ich muss raus an die frische Luft, das fühlt sich einfach viel gesünder an. Ich habe das Gefühl, das ist einfach mehr Natur und Natur passt auch mehr zum Körper als irgendwelche Gewichte hochheben, rumheben, was auch immer. Natürlich ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn du gewisse Art von Fitnessstudio-Übungen machst. Ich denke da zum Beispiel an Art Freeletics oder sowas, das macht bestimmt durchaus Sinn. Aber wie gesagt, vergiss mehr so den Oberkörper. Du brauchst den Oberkörper nicht, wenn deine Füße, dein Rumpf, dein Bauch, dein Rücken, wenn das alles funktioniert, wenn du gute Balance halten kannst, wenn du diese innere Muskulatur wirklich trainierst und vor allem deine Ausdauer wirklich in dich hast, weil dann bist du es gewohnt, dein Gehirn ist es gewohnt, einfach anstrengende Tätigkeiten zu tun und dabei konzentriert zu bleiben und vor allem den kühlen Kopf zu bewahren. Das ist voraussichtlich meiner Meinung nach viel wichtiger beim Motorradfahren als solche Oberarme, ein solches Kreuz und solche Brustmuskulatur. Also, das darfst du ruhig vernachlässigen, denn Gewicht ist alles, also versuch die Muskulatur mit dem Gewicht so gering wie möglich zu lassen. Was ich auch viel höre ist, manche trainieren die Unterarme, damit die nicht so leicht verkrampfen. Das ist kontraproduktiv, weil desto mehr Muskulatur du an dem Unterarm hast, umso mehr ist da auch da zu verkrampfen. Das heißt, versuch eigentlich die Muskulatur so locker wie möglich zu lassen. Also das ist nur eine Kopfsache. Versuch die Muskulatur des Rumpfs, der Füße am Motorrad zu arbeiten, damit die Hände so locker wie möglich sein können, weil die Hände sind am Lenker nur zum Lenken da und nicht zum Festhalten. Und das Festhalten solltest du wirklich versuchen mit dem Rumpf, mit den Beinen, mit den Zehen, mit dem Fußballen, was auch immer alles, was für Faserstränge da laufen, solltest du das damit abkönnen. Das waren meine Tipps für das Training außerhalb des Motorradfahrens, wenn es ums Thema Fitness geht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vor allem fällt mir auf, ich habe gestern gesehen, ich habe insgesamt 600 Daumen hoch auf Videos von Nicht-Abonnenten. Also Leute, ihr müsst den Abonnement-Dings-Dibums hier drücken. Ne? Also weil, ne, es ist wichtig, das brauche ich ja. Sonst macht es ja keinen Spaß, wenn es keiner abonniert. Also, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei eurer Fitnessübung. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.